Hallo Chris. Hi. Jonas. Hallo. Hallo. Nils. Sebastian. Hi. Und Roman. Hi. So, wie gefällt es euch denn in Korea? Chris? Ja, mir gefällt es sehr gut. Wir wurden echt recht freundlich empfangen am Flughafen, so, mit Fernsehen, Kameras und ziemlich vielen netten Leuten aus der Players Village von Samsung. Bekommen leckeres Essen, haben hier eine tolle Schlafmöglichkeit. Kann ich nicht klagen, ich bin echt begeistert eigentlich von dem Land an sich und von dem Turnier und der ganzen Aufmachung hin. Roman? Also mir geht's ähnlich wie Chris. Schönes Land, ziemlich beeindruckend, mal was ganz anderes, besonders in der Nacht. Schön hell und viele Lichter. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass die Leute hier alle super freundlich sind. Und wie fandet ihr die Eröffnungsfeier? Die Eröffnungsfeier war ziemlich krass, also da waren ein Haufen Kamerateams, also wie man es sonst selber nur aus dem Fernsehen kennt. Also an jeder Ecke hat ständig eigentlich eine Kamera gehabt, die auf einen gerichtet war. Es war jetzt nicht unbedingt ein Riesenevent, aber es war eigentlich ziemlich gemütliche Gruppe, es waren die ganzen Spieler. Es kamen hinterher ein paar Live-Acts. Also es war eigentlich so aufgemacht, wie man es eigentlich auf den Galas kennt im Fernsehen. Also richtig groß. Richtig krass. Und Nils, fandest du es? Ja, es war sehr spektakulär. Selbst der Präsident von Korea hatte da ein eingeschicktes Videoband, wo er eine Rede aufgehalten hat, zur Eröffnung der WCG gehalten. Und Riesenshow gewesen. Ja, klar. Cool. So, ja, Flug war ja recht turbulent. Hast du dir fast vorhin erzählt, Chris, was ist da genau abgelaufen? Ja, es war so, dass wir schon ziemlich lange Wartezeiten hatten in Berlin, dadurch, dass an Bord von unserer Lufthansa-Maschine die Klimaanlage nicht ging. Und dann sind wir natürlich auch in ein tolles Gewitter gekommen, was Nils besonders gefreut hat, der hat damit schon Erfahrung. Wurden dann durch ein Hin und Her geschaukelt, durch den Wind sozusagen, und sind dann irgendwann doch noch glücklich in Frankfurt gelandet. Und dann ging es halt mit der Riesenmaschine ab und das war echt eigentlich ganz cool. Wir haben noch zwei Filme geguckt, in Anführungsstrichen lecker gegessen. Kennst du auch das Flugzeug vielleicht? Ja, super. Dann mit einer Boeing 747 sind wir jedenfalls sicher gelandet in Korea. Nee, ja, war auf jeden Fall spaßig so. Bisschen anstrengend, aber okay. So, wir sind jetzt hier in der Players Village, wo ihr auch untergebracht seid. Und Chris hat ja davon erzählt, dass es eigentlich ganz gut hier ist, aber irgendwie so mit Fußbodenheizung, vielleicht erzählst du einfach mal was dazu. Ja, also die haben hier keine Betten, die haben hier so komische Decken auf dem Boden und hier schlafen wir drauf. Und hier ist bei Fußbodenheizung, da gibt es manche Stellen, die ziemlich warm sind, das ist in der Nacht dann ziemlich unangenehm. Ach, egal. Und aber die Players Village insgesamt ist ganz ansehnlich, oder? Was ich so gesehen habe? Ja, es ist hier alles sehr sauber und komfortabel. Wie ist denn das Essen so in der Players Village? ja, also mir gefällt es ziemlich gut. Die Auswahl ist halt riesig. Man hat halt beim Frühstück von Obst, Salat, Gemüse bis Wurst, Pommes. Bla bla. Ja, Pommes gab es auch einmal, das hat uns ein bisschen verdutzt. So am frühen Morgen Ketchup, Pommes ist ja nicht so lecker. Aber es gibt halt auch viel Fisch und das gefällt eigentlich nicht so. Aber eigentlich hat jeder was vom Buffet, denke ich. Also ist echt ziemlich lecker. Ich habe gut zugenommen. Ihr seid ja in eurer Gruppe in der Vorrunde auf Platz 1 am Ende gewesen, habt euch aber trotzdem ein bisschen schwer getan. Mhm. Woran lag das? Also ich denke, wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme reinzukommen und das Netzwerk unterscheidet sich auch ein bisschen vom europäischen. Also hatte ich den Eindruck und die anderen auch, denke ich. Ja, und man musste sich halt darauf einspielen und das haben wir halt erst ziemlich spät erreicht. Nicht so die besten. Beim vierten Spiel. Aber erst im 16. Finale hat es auf jeden Fall gut geklappt. Wie ist dann allgemein so euer Eindruck von den World Cyber Games? Seid ihr zufrieden? Ja, die Organisation stimmt natürlich. Wie für so ein großes Event natürlich auch angemessen. Spiele fangen meistens pünktlich an. Mit den Regeln gab es am Anfang ein paar Probleme, aber die dann nachträglich auch behoben wurden. Nur die Rechner sind ein bisschen schlecht. 2 GHz, Pentium 4, aber leider nur GeForce 2MX, was bei Construct doch zu ein paar FPS-Einbrüchen, vor allem bei Rauchgranaten führt. Aber ich denke mal, da bekommt man schon klar. Genau. Und Sebastian, wie findest du es hier? Ja, mir gefällt es hier ganz gut. Also, wie schon er gesagt hat, es gibt keine Verspätungen. Was ziemlich wichtig ist, weil es sind schon immer Wartezeiten bis zum Spielen. Wenn es dann heißt, das Spiel da und da, es gibt riesige Verspätungen, dann ist natürlich. Mir gefällt es mit den Regeln ganz gut. Die sind sehr. Die Leute versuchen es sehr strikt einzuhalten, die haben auch gute Regeln. Und dadurch wird am ehesten ein faires Spiel erreicht. Also, jeder hat genau die gleich harten Regeln. Und dadurch hat er die gleichen Voraussetzungen zum Spiel. Also im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich gut gemacht hier.
Bei den Spielen der besten 16 habt ihr euch klar mit 22-2 durchgesetzt. Das lässt hoffen aufs Achtelfinale. Wie stellst du da eure Chancen ein? Na, ich denke, unsere Chancen sind recht gut. Wir haben mit dem letzten Spiel eigentlich sozusagen zu unserer Topform gefunden. Und ich denke schon, dass wir recht zuversichtlich ins Achtelfinale gehen können. Ich glaube, wir wissen recht wenig über den Gegner und von daher ist immer alles offen sozusagen. Aber ich denke mal, das müsste machbar sein. In Deutschland drücken euch ja Zehntausende die Daumen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, dass zu Hause so viele Leute mitfiebern? Ja, das ist uns ja eigentlich gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, ich meine, es ist schon eigentlich schon ganz toll, weil man hat das Gefühl, dass einer hinter einem steht, denke ich. Und da es so viele sind, da weckt es auch den Eindruck, dass man was Wichtiges macht, dass man seine Zeit nicht vergeudet. Also es freut mich, dass so viele Interesse haben daran, wie wir hier abschneiden. Und hilft euch das auch bei den Spielen, ja? Ja, ich denke schon. Also, wie bei hier haben wir nicht so viele Fans, ist mir aufgefallen. Also, ab und zu kommen zwar ein paar her und wollen ein Foto oder so. Aber hier ist ja eher StarCraft im Vordergrund. Aber wenn man weiß, dass zu Hause ein Haufen Leute sitzen, die es interessiert, die einem die Daumen drücken, dann gibt es ein gutes Gefühl. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ja, wir wollen alle grüßen, die das mitverfolgen. Wir wollen erstmal auch danken unseren Sponsoren, Nvidia und Litech, die uns das eigentlich auch ermöglichen, auf solche LANs zu gehen. Natürlich auch dir, Jens. Ja, danke. Und Gurke, der auf Jens wartet vom Hotel, wenn er keinen Schlüssel hat. Auf jeden Fall. Auch Gurke danken wir. Und Jilmas. Und Jilmas. Ja. Und ich grüße alle, die uns unterstützen. Und ja. Danke. Ich auch, Katja, Petra, Annette. Ja. Und ich will mich bei euch bedanken und danke fürs Interview. Jo, okay. Kein Problem. Ciao. 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 Tschüss. Hallo Chris. Hallo. Jonas. Hallo. Wie fandet ihr die Eröffnungsfeier? Ja, sie war so sehr spektakulär. Mein Jonas ist ein Trottel. Okay. Okay, so. Ja. Und wie fandet ihr die Eröffnungsfeier? Ja, die Eröffnungsfeier war sehr spektakulär. Da hat man selbst gedacht, nee, ich weiß nicht, ich kann es nicht. Das ist scheiße. Ach, der war auch da. Irgendwie ein super krasser Sturm. Habe ich gerade krass gesagt? Ja, krass ist aber auch okay, wenn es so krass war. Es war voll üble Sturm und wir sind in super krasse Turbulenzen gekommen. Also fast abgestürzt, ja. Haben wir noch einen Akku? Nein, jedenfalls. Also. Und wie ist eure Verpflegung hier so? Schmeckt das Essen, Chris? Jens? Das Essen? Ja, Chris? Ja, das Essen ist eigentlich super. Also ich sag mal so, da sind wir alle geteilter Meinung. Manche mögen Fisch, manche nicht. Korea, Fisch Korea und somit lecker für mich, lecker nicht für Jens. Habe ich da irgendwas zu sagen? Ja. Klar für die nächste? Nee. So, wie ist denn das Essen hier in der Players Village? Schmeckt's gut? Fahr mal den Akku. Den schon vorne. Ja, ich weiß. Ja? Okay, also geht er noch. Noch geht er. Also, Jens, geht der Akku? Nee, also mir schmeckt's gut. So, wie ist denn das Essen so in der Players Village? Chris? Jens? Okay, nee, das Essen ist sehr lecker. Da sind wir halt geteilter Meinung, weil viele Leute mögen auf einmal verlieren. Wie ist denn das Essen hier so in der Players Village? Chris? Super. ja. Eigentlich ist das Essen ganz gut, oder? Ja. So. Voll auf die anderen Abwechslung. Ja, also das Essen ist gut und weiter. Nein, also sind wir geteilter Meinung, weil viele Leute mögen keinen Fisch. Mir ist es quasi so ein bisschen egal. Ich esse, was auf dem Teller kommt. So, nochmal. Danke, Litech. Danke, Nvidia. Und danke, Freak4U. Ha ha ha.